Ich bin hier in Radibor bei Dresden und ich habe einen sehr interessanten Menschen kennengelernt, Thorsten Hartung. Thorsten, du bist ein ehemaliger Verbrecher. Kannst du uns von dir erzählen? Ja, ich bin in einer atheistischen und gewalttätigen Familie groß geworden und bin aufgrund dieser Prägung auch selber, habe mich entschieden, auch gewalttätig zu sein, habe 20 Jahre im Knast gesessen. Letztendlich habe ich sogar einen Menschen getötet. Und innerhalb meiner Inhaftierung ist mir Gott begegnet. Er hat mich berührt und mein ganzes Leben verändert. Heute kümmere ich mich selber um jugendliche Straftäter und Migranten für die Integration. Wie hast du Gott erlebt in deiner Haft? Als sprechender, persönlicher Gott. Kannst du das kurz schildern? Er hat mich am 15. Mai 1998 durch ein Ereignis so sehr berührt, dass mein Welt- und Wertbild in sich zusammengefallen ist und ich neu denken musste mit der Komponente, dass es Gott wirklich gibt. Und das war überraschend, erschreckend und ehrfürchtig. Du hast eine Stimme gehört, eine innere Stimme? Ich habe seine Stimme gehört, ja. Die Stimme meines Vaters, und das hat mich schwerst irritiert. Und die Konsequenz dessen war, dass ich mich danach habe taufen lassen im Gefängnis und vor 7 Jahren, nachdem ich entlassen wurde, diese Arbeit jetzt machen darf. Und wie bist du drauf gekommen, dass diese Stimme jetzt nicht eine Einbildung ist, sondern wie hast du die Gewissheit bekommen, dass das die Stimme Gottes ist? Ich weiß es. Ja, ja. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß es. Ja, ja. Und wie hat dich das genau verändert, die Begegnung mit dieser Stimme? Also, nachdem Gottvater mich angesprochen hat, ist natürlich mein altes Welt- und Wertbild in sich zusammengestürzt. Und ich musste neu denken mit dieser Komponente, dass es Gott wirklich gibt. Und musste ja eigentlich ein neues Wertbild leben. Halt, ne? Welt- und Wertbild halt mit dieser Komponente. Es hat natürlich mein ganzes Leben auf die andere Seite gestellt. Also mein Leben unterscheidet sich ein Leben ohne Gott vor diesem Tag und ein Leben mit Gott nach diesem Tag. Und dieses Leben, was ich jetzt führen darf, ist ein erfülltes Leben. Er füllt mein Leben. Und was hilft dir, mit diesem Gott zu leben? Ich schätze, du machst das ja alltäglich. Das ist für dich eine alltägliche Erfahrung, dass du mit diesem Gott lebst. Was verändert dich in diesem Bereich? Was hilft dir, in dieser Erfahrung drinnen zu bleiben? Also ich denke, es ist wie in jeder Form der Beziehung mit einem Wesen, wie Gott ja auch ein Wesen ist, der Erschaffer unserer selbst, dass man Beziehung pflegen soll. Das heißt, mit ihm reden, Zeit verbringen und daraus resultiert einfach eine tiefe Freundschaft. Das ist im Menschlichen so und ich denke, das ist auch in der göttlichen Beziehung so. Also pflegen, Gebet ist Anteil haben an der Macht Gottes und Gott liebt es, wenn man mit ihm spricht und nicht nur stumm an seiner Hand läuft. Thorsten, ich danke dir, dass du uns erzählt hast von deinem Leben und ich merke, dass du sehr berührt bist von dieser Begegnung mit Gott und dass sie dich auch verändert hat. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns für Gott öffnen und ich glaube, wenn wir das tun, dann kann er auch unser Leben zum Positiven hin verändern.